Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Besuchen Sie die wunderschöne Stadt Salzburg. Und hier ein Geheimtipp von mir. Sie erklimmen die Festung, das Wahrzeichen Salzburgs, nicht direkt von der Altstadt aus mit der Zahnradbahn, sondern Sie gehen die ganze Strecke, beginnen bei Müllnerbräu über den Mönchsberg, vorbei an den einzelnen Bürgerwehren, bis Sie schließlich ans Ziel gelangen. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Weg in einem Naturschutzgebiet mitten in der Stadt, wo gibt's das schon, mit ständig wechselnden Ausblicken auf die ganze schöne Stadt Salzburg. Unmittelbar nach den ersten beiden Kehren passieren Sie die erste Bürgerwehr. Das ist eine Steinmauer, die die möglichen Angreifer der Festung Hohensalzburg im Mittelalter vorerst mal stoppen sollte. Nur durch dieses Tor konnte man passieren oder man musste halt die Mauer erstürmen. Dieses erste Tor in diesem ersten Mauerring hat sogar einen Namen und heißt Monika-Pforte. In großen steinernen Lettern steht darüber in lateinischer Sprache der Satz Monica Augustinum Monumentum Ecclesiae bis Peperitz. Lateiner juchzen jetzt vor Glück. Was für eine wunderbare, klassische und eher seltene Formulierung. Bis Peperitz. Der ganze Satz lautet übersetzt so, die heilige Monika, die den heiligen Augustinus, den Fels der Kirche, zweimal geboren hat. Daher also der Name Monika-Pforte für dieses erste große Tor, das mögliche Angreifer, aber auch all die Händler und Passanten in friedlichen Zeiten passieren mussten, wollten sie zur Festung gelangen. Das zweimal geboren beschreibt auf kürzeste Art und Weise das Wirken und die Bestimmung des Lebens der heiligen Monika. Sie hat ihren Sohn dem Leibe nach geboren und dann noch ein zweites Mal, natürlich nicht mehr leiblich, sondern geistlich. Augustinus war ja bekanntlich ein rechter Lebemann, den geistigen und weltlichen Genüssen nicht abgeneigt und alles andere als ein tiefgläubiger Christ. Genau darum hat die heilige Monika aber inständig gebetet, dass sich ihr Kind auf einen anderen, besseren, Christus zugewandten Weg begeben würde. Sie hat ihn nicht bedrängt, sie hat sich um ihn gesorgt, so wie es jede Mutter eben tut. Bekanntlich hatte Gebet geholfen, Augustinus ließ sich taufen, wurde Priester und später Bischof und hat es mit seiner Theologie bis zum Kirchenlehrer gebracht. Respekt. Aber noch mehr Respekt gilt zuerst dieser Frau Monika, möchte ich sagen. Respekt auch vor diesem steinernen Wink der Menschen aus dem Mittelalter. Die Passanten der Monika-Pforte sollten es gleich wissen. Das ist nur die erste Türe, die er da passiert oder erstürmt, wie auch immer. Da kommen noch einige Hürden, Sperren, Mauern und Hindernisse, die überwunden werden müssen. Dann erst werdet ihr euer Ziel, die Festung, vor Augen haben. Exakt so, wie es halt im Leben ist. Niemals ist es nur die erste und damit einzige Hürde, die man im Leben zu bewältigen hat, um weiterzukommen. Wichtig ist, dass wir das auch wissen und unsere Kräfte dementsprechend einteilen, konditioniert bleiben, taktisch uns aufstellen und auch bereit sind, weitere Rückschläge und Hindernisse mit einzuplanen. Nichts geht einfach so im Leben. Wir sind ständig auf so manch neue Ideen, Lebensentwürfe und Neustarts angewiesen. Resets, sagen unsere jungen Menschen heute. Pläne zerschlagen sich von einem Moment zum anderen. Als Niederlagen gilt es zu lernen und beleidigt zu sein. Wenn etwas nicht gleich oder gar nicht gelingt, hilft schon mal überhaupt nicht. Ein ganzes Jahr habe ich als Student fast täglich diese Monika-Pforte durchschritten und diesen mahnenden Satz gelesen. Erst zwei Jahre zuvor, wenige Kilometer von hier, von diesem Ort entfernt, erlebte ich gerade meine größte Niederlage meines Lebens, als ich als junger Abiturient am Monikatag, dem 27. August, meine Mutter viel zu früh durch den Tod verlor und dann Ende August im bayerischen Freilassing begraben musste. Und danach, ohne diesen Satz auf der Monika-Pforte schon zu kennen, bin ich wieder aufgestanden, habe dem frühen Tod des wichtigsten Menschen in meinem Leben nicht erlaubt, mich niederzuringen. Viele gute Menschen haben mir dabei geholfen. Mit aller Macht habe ich mich dagegen gestemmt und bin weitergegangen, um dann Jahre danach täglich an diesem Tor lesen zu können, was da eigentlich mit mir passiert ist. Eine zweite Geburt. Nein, das hat jetzt nichts mit Heldentum oder Selbstbeherrschung oder religiöser Sonderleistung zu tun. Es geht ausschließlich um unsere Bestimmung als Kinder Gottes. Und dass wir das nie vergessen. Hier ist einer, der sich immer um uns sorgt, was auch immer uns widerfährt.
Den Liebenden tötet kein Tod, steht auf einem uralten Grabschild in München-Hallaching beim Annakirchel hoch über dem Tierpark. Genau so ist es. Ein Liebender, der lebt jetzt schon in der Auferstehung. Also, besuchen Sie Salzburg, gehen Sie durch dieses Tor oder tun Sie es ganz einfach bei Ihnen zu Hause, in Ihren Ferien oder wo immer Sie sich befinden. Seien Sie einfach bereit und lassen Sie sich neu gebären. Noch einen schönen Resturlaub und den anderen eine gute Vorbereitung auf das neue Schuljahr wünscht euch euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.